Ihr habt Bock auf Gänsehaut? Dann seid ihr hier genau richtig. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit Mad Chris hier auf YouTube. Ja, meine Wenigkeit ist immer noch Mad Chris und ich habe uns heute eine Compilation von Sir Spooks rausgesucht. Ja, hatten wir schon ein bisschen länger nicht mehr. Wird mal wieder Zeit. Ich würde sagen, ohne große Umschweife gehen wir direkt rein. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Hier ist Sir Spooks. Ja, Sir Spooks. Was haben wir denn da? Fünf gruselige Waldkreaturen auf Kamera festgehalten. Genau mein Ding. Auf geht's. Hello everyone, my name is Sir Spooks, and today we'll Hello. take a look at five forest creatures caught on camera. Thank you to these awesome viewers for suggesting the topic. As always, if you have any suggestions, feel free to leave them in the comments down below. For this list, I simply tried to find some of the most interesting videos of strange creatures found in the woods. Ja, Spoiler so, ohne Ende let's hier. Start off the list. Number 5. Speaking of forest creatures, I thought a Bigfoot sighting would be the perfect way to start off the list. Todd Standing is one of the most prolific Bigfoot researchers in the world, and whether or not you believe his stories to be real, they have been examined by many people. In this clip, Todd Standing can be heard breathing heavily as he films a creature that appears to be Bigfoot. The creature is seen several times in the clip. Take a look. Da. Atme normal. Der hyperventiliert ja gleich. Ja, da, ne? Der wackelt aber auch darum. Da. Ja, es ist was Haariges. Es ist was Haariges. Aber diese beiden Clips sind sowieso sehr haarig, weil er wackelt, die Bildqualität ist nicht gut und sagen wir ehrlich, vielleicht ist es auch sein Kumpel im Kostüm. Weil ich finde es etwas seltsam. Bigfoot sind eigentlich sehr scheu. Ja. Die sind zwar sehr territorial, das heißt, ja, kann auch schon mal dazu kommen, dass sie sich den Menschen nähern und die erschrecken wollen. Aber das hier ist ja jetzt kein territoriales Verhalten, ne? Also das sieht ja so aus, als wenn dieser Bigfoot sein Tagwerk nachgeht, was auch immer das sein mag. Ja, ein bisschen komisch. Ja, wir haben jetzt auch nicht, wir sehen auch nicht genau, wie er sich bewegt, das, was wir. Wie das da vorher durch den Wald gegangen ist im ersten Clip, das sah eigentlich sehr menschlich aus. Ne? Ja, es ist halt auch ziemlich easy, das zu faken. Man steckt jemanden in ein 30-Euro-Kostüm und dann kann er da durch den Wald latschen. Ja. Das finde ich, also ich finde die Bildqualität auch ganz schlecht, muss ich sagen. Es ist zwar rangezoomt, aber. Ja, aber ich glaube, das ist ein Mensch. Die verarschen uns. Nummer 4. In this video, which is actually from a Bigfoot camp out, an animal or creature of some sort was caught on camera during a conversation between two of the participants. Yeah. Like a thrust and not a hang, you know what I'm yeah. saying? Yeah, something hard and fast. For any amount of time, the heck was that? Did you see that? Hat sich was bewegt, ja. Ja, aber das kann auch ein Tier sein. Ja, das ist ein Tier. Das springt da runter. Das ist ein Tier. Also Bigfoot ist es nicht. Whether it's a gray squirrel, some unknown forest creature, or something else entirely has not been confirmed. Das ist ein Tier. Also da muss man überhaupt gar nicht rumspekulieren. Nummer 3. This video shows a strange creature hiding. Not much is known about the clip, but if it's real, it could appear to show an alien.
That's what it looks like to me at least. But other theories have also been circulating, such as the creature being a monkey. Some have even called it a ghost. Sieht man da jetzt hier schon was? Ghost. But that seems pretty unlikely. Gar nichts. Ah, da! Yo, was ist das denn? Es könnte ein kleiner Affe sein, ne? So ein Zwergpinseläffchen oder so. Ja. Ja, es könnte ein kleiner Affe sein. Oder doch ein kleines Alien. Who knows? Number two. This video allegedly shows an Orang Pendek, which is a cryptid that reportedly inhabits. Ah, herrlich! Ein Schimpanse mit langen Haaren, das sieht gut aus, ne? Ja. Die Haare schön. Inhabits remote mountainous forests on the island of Sumatra. Ja, Sumatra, ich gehe mal schwer davon aus, dass es da auch generell Affen gibt. Ja. In the video, a group of trail motorbikers was startled by the appearance of a human-like creature that was smaller in stature, suddenly emerging from the woods. Some have pointed out that it could be a manti, an ancient tribe thought to be extinct. Take a look. Okay, also tatsächlich eine Spezies, die es mal gab, aber die wohl ausgestorben sein soll oder ausgestorben ist. Schauen wir mal. Oh! So kein Affe, der hat doch einen Speer. Das ist doch einfach nur ein nackter Typ mit einem Speer. Aber Leute, das ist doch einfach nur einer da wahrscheinlich von den Ureinwohnern, der jetzt ein bisschen Schiss hat vor den lauten Motoren von den Motorrädern da. Also das ist einfach nur ein Typ. Von so einem indigenen Stamm. Ja, verfolgt den mal schön. Macht den richtig Angst. Du, die Leute, die haben auch oft nicht nur Speere, sondern auch Pfeil und Bogen. Glaube ich, vor kurzem gab es erst so einen Vorfall. Da wurden wieder irgendwelche Leute beschossen mit Pfeil und Bogen. Da gibt es ja so eine Insel irgendwie in der Karibik oder so. Da lebt ja auch noch so ein Urstamm, der nie Kontakt hatte mit uns Menschen hier. Oder zumindest sind da auch immer welche auf der Insel verschwunden, wenn die da mal da drauf sind. Und der war auch an der Küste und wurde wieder beschossen. Mit Pfeil und Bogen. Ja, also ein bisschen vorsichtig. Der hier hat den Speer. Das war doch kein Affe. Das ist ein Typ. Ja, das ist doch einfach nur ein Typ. Wo ist jetzt das Problem? Orang Pendeks are thought to be no more than 120 centimeters tall. Nee, das war größer. Der ist doch größer als 1,20 Meter. Lass ihn mal 1,60 Meter sein, 1,50 Meter. Die Leute wären manchmal auch nicht größer. Which could perhaps fit the description of the thing called in the video. Vielleicht ist es auch ein Kind von diesem indigenen Stamm. Ist ja auch möglich. Video. It could also look like a native. But ja, let me know what you think. A native. Ja, es ist ein Ureinwohner da. Nummer 1. Oh. Was ist das? James Jones was... Das ist der Goatman. ...in the process of making his own homemade indie horror movie. He had set up a prop ritual circle he designed based off research he had been doing. Ja, er macht also einen eigenen Horrorfilm. After some rehearsals, he and his friends called it a day. Later, as he was heading back to the circle, he saw this figure. He says the strange thing is that the figure appeared on the exact spot that he had created the ritual circle. Okay, die haben also so ein Ritual, so wie ich das jetzt verstanden habe zumindest, die drehen einen Amateur-Horrorfilm und haben dafür auch so einen satanischen Zirkel da irgendwie
irgendwelche gefakten Rituale für den Film da aufgebaut. Und denen ist halt aufgefallen, dass auf einer Aufnahme in der Nähe dieses Zirkels oder auf diesem Zirkel dieses Ding da auftaucht. Leute, also besser kann man doch gar keine Promotion für einen Amateurfilm, den man dreht, machen, oder? Take a look. Ja. See the thing right there? It's creeping me out. I lived here for going on 7 years. I walked 100 miles through these woods. Never seen that shape before right there. Wer sagt uns denn jetzt, dass das nicht einfach irgendeiner ist von denen, der da steht? Das ist ja auch wieder alles so schwammig. Plus das Bild ist auch sehr schwammig, Leute. Also er ist Amateurfilmer und speist uns jetzt hier mit diesem milchigen Mist ab? Da wird das Amateur sehr groß geschrieben, oder? Es bewegt sich auch nicht, ne? Bewegt sich auch nicht. Also es kann auch gut eine Attrappe sein. Broken tree or whatever. I don't know. It looks like it's connected right there, but it's not. Oder auch Pareidolie und es ist einfach nur ein alter Baumstamm. Been over there 1000 times. So weird. So weird, richtig. Hey, I look some way. Bewegt sich null, es hat sich null bewegt. Das ist eine Attrappe. The day after he went out, right before sundown, and the figure was gone. Ja. He says they completely ruled out trees or stumps. So what could this creepy figure pass? Ja, nix. Das ist nix. Das ist entweder sein Kumpel, der da steht, das ist eine Attrappe, oder es ist tatsächlich dann doch ein Baumstamm. Und er behauptet nur, es ist es nicht. Also. Possibly be. Da ist nix. And there was 5 forest creatures caught on camera. Ja, ja, die Wälder der Welt, die bergen große Geheimnisse. Aber wir haben heute nicht sehr viel davon gesehen. Ich denke mal, das meiste war gefaked. Da hat mir sogar noch mit am besten der erste Clip mit dem Bigfoot gefallen, wo man tatsächlich, wenn man jetzt mal so mit Abstand, wenn ich drüber nachdenke, kann auch sein, ne? Also, wenn euch die Compilation genauso gut gefallen hat wie mir, unten in der Beschreibung findet ihr wie immer alle Links zu der Compilation und auch zum Kanal von Sir Spooks. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Gruseln mit Matt Chris, hier auf YouTube. Ja, also schön abschalten jetzt. Haltet die Ohren steif. Adios. Dark, ready to restart. Every video he plays, every chilling tale, uncovering the truth, chasing a horse.